3. Ja, 3, wie Marc schon sagt, wir fangen jetzt an aufzunehmen. Jetzt kommst du zu Minecraft. Minecraft. Wir spielen Minecraft übrigens. Minecraft. Und in diesem Display geht es um ein Spiel, was noch nicht so viele Leute von euch kennen, und zwar Minecraft. Also, Blöcken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber wir spielen in Minecraft. Kann also nicht sein. Was mit den Blöcken? Nein, glaube keine Scheiße. Oh, also hast du ein Texture Pack genommen? Nein. Also doch, das ist ein Team. Nein, du glaubst. Okay. Vielleicht spielen wir zwei unterschiedliche Spiele. Das wird nicht passieren, dass du das. Nein. So, bei mir sind keine Blöcke. Ich weiß, weil du zu blöd bist, was abzubauen. Ich sehe auch keine Blöcke. Ich weiß, weil du zu blöd bist, einen Block von dem anderen zu unterscheiden. Das macht auch keinen Sinn. Doch. Nein. Du verstehst das noch nicht. Ja, natürlich. Ich gehe jetzt weiter, oder? Soll ich weiter in die Höhle? Ich habe 46 Eisen, Mann. Wer braucht eine Höhle? Ich, weil ich noch mehr Zeug. Wo hast du so viel Eisen? Hast du gecheatet oder was? Ja. Ohne Scheiß, wie kommst du an so viel Eisen? Der ist in der Höhle. Nicht mehr. Außer Skelett schießt mich hier runter, dann bin ich wahrscheinlich tot. Ich habe 2 Eisen. Ich habe keins. Oh, hallo. Ja, und ich warte noch bis. Und ich habe jetzt schon ein Eisenschwert. Und sonst nichts aus. Krass. Stein. Ich schau mir gerade keine Monster an, weil ich keine Lust habe. Monster. Es sind zwar Monster an, aber egal. Ne? Lass das auch so, Jonas, du Cheater. Keine Monster an. Doch, es sind Monster an. Mach ich die gleich raus. Bei denen gehen wir nämlich hart auf den Piss. Gut, dass die letzte Aufnahme ein paar Tage her war. Ich weiß, glaube ich, nicht mehr. Doch, da hinten ist mein Haus. Ich dachte gerade schon, ich habe mein Haus verloren. Ja, es sind Monster an. Ich wurde gerade vom Skelett hier vom Berg geschossen. Ich sag's ja kaum, dass ich gerade von. Ich sterbe gleich. Scheiße. Ich muss in meine Chicken Base. Doch, essen. Skelett, du Kackstück. Wie weit können diese denn seit neuestem gucken, ey? Bin voll weit weg. Da ist schon wieder ein fucking Creeper! Boah, ich raste aus! Nee, hier wird nicht auf Peaceful gemacht. Boah, du hast Schnauze jetzt. Nein, mach ich nicht. Doch, ich mach gleich auf Peaceful. Noch ein Creeper, noch eine Creeper-Explosion auf meiner Ebene, die ich gerade versuche zu glätten. Umso besser ist es dann. Wir machen das auf Peaceful. So, wir haben uns Tag. Weil dieses Projekt geht ja hauptsächlich um Bauen. Jedenfalls hast du das so gesagt. Also, sollten wir hier auch bauen. Ich kann nicht in Game Mode gehen, ey. Was? Kannst du ja direkt in Game Mode gehen. Nein, das wäre langweilig. Wir wollen ja Creative bauen. Ach so, aber ich will aber nicht die ganze Zeit hier eine Ebene flächen und da kommt immer ein Creeper und noch ein Creeper und noch ein Creeper. Dann geh doch weg, wenn der kommt. Und ja, wenn ich den noch nicht sehe, wenn ich gegen Statkampf einmal was und ich will mich ich will weglaufen und bam. Ja. Pech gehabt. Ja, natürlich. Ah, ich weiß jetzt, was ich machen wollte. Ich wollte mir Eisen holen. Mit dem Eisen einen Eimer machen und mit dem Eimer ein Feld. So, ich muss jetzt mal gucken, was ich jetzt mache. Ich habe jetzt diese Ebene geflecht, hier kann man sich wunderschön ein wunderschönes Haus hinbauen. Acquire Hardware. KFC Pommes. Schöne Kiosk. Ist das noch Fast Food? Ich glaube schon, hast du eigentlich Musik an, Jonas? Nein. Okay. Hast du geguckt, wie lange wir schon aufnehmen, Jonas? Ja. Wie lange schon? Knapp 3 Minuten. Oder vielleicht ein bisschen weniger, aber ist egal. Übrigens, Marc und ich, wir haben eine Überraschung für Jonas. Ich muss mir erstmal was zu essen holen. Ach, kann ich ja nicht. Nicht. Die wir hier drin auch nicht verraten werden. Mm-mm. Aber ihr werdet das vielleicht erfahren. Vielleicht auch nicht, je nachdem. Jonas, willst du nicht noch ein bisschen erraten? Wie aktiv ihr Beastdown guckt. Kommt das drauf an. Übrigens, Beastown am Samstag Stream und so, ne, oder Freitag irgendwann am Wochenende. Oder Sonntag, wir wissen noch nicht genau. Je nachdem, wann wir Zeit haben. Wir haben noch nicht unsere Planung im Kopf. Mhm. Danach haben wir sowieso Ferien. Ach, das wird so schön. Oh ja, Ferien. Oh ja. Wahrscheinlich werden uns jetzt ein paar Leute auslachen, weil die schon Ferien haben. Obwohl ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute, die nicht in unserem Freundeskreis sind, uns abonniert haben. Doch, einer. Ich weiß nicht genau. einer. Oh. Doch, da war einer, da war einer. Ja, der eine da, naja, den kennt jeder eigentlich. Weiß jeder, wer es ist sofort. Nein, das ist einer, der guckt Skyrim regelmäßig, der hat auch schon 2, 3 Kommentare geschrieben. Und der heißt. Oh mein Gott, ich habe den Namen vergessen. Der hieß. Mein Gott, nicht blöd. Der hieß, glaube ich, G-Star irgendwas.
Kann nachgucken, aber der guckt das eh nicht. Der guckt wahrscheinlich, wenn dann selten Skyrim und sonst gar nichts. Also. Ja, ich guck regelmäßig Skyrim, aber wenn dann selten Skyrim. Okay. Aber regelmäßig und selten. Nein, ich habe gesagt, die schreibt selten Kommentar. Oder manchmal. Eigentlich hast du das nicht gesagt, aber. Doch, Marc, ich weiß doch besser als du, was ich gesagt habe, warte. Weißt du nicht. Tut mich rum. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Ich suche eine Höhle. Immer diese Ausländer. Ja, ich suche eine Höhle. Ich zweifle daran, als. Zwei Hühnchen. Ich töte hier gerade ein paar Hühnchen eigentlich auf der Suche nach einer Höhle, aber. Ich hänge fest. Ich finde nichts. Ich auch nicht. Ich bin noch nicht weit gelaufen. Das ich hab zwei Schluchten hier. Oder eine, ne, zwei. Hacker. Bitte lags. Egal, scheiß drauf. Ich wollte eigentlich auch in die Nähe, wegen den. Vor allem wegen den Dingens. Aber ich durfte ja nicht. Ja, sonst fackelst du mein Haus ab, wenn ich wieder eins hab. Wenn du mich tausendmal tötest. Ja, es ist trotzdem kein Grund, dass du mein Haus abfackelst. An meinem Haus habe ich. Trotzdem kein Grund, da dass du mich töten darfst. Doch. Weißt du, das ist total sinnlos. Dass du. Das ist. Das, so, geht weiter, wir sind zurück. Yay. Und Jonas ist mal wieder so ein Vollidiot, weil wir haben gerade die ganze Zeit über irgendeinen Scheiß gelabert und der sagt einfach nicht, dass er weg ist. Tut mir leid. Ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass das passiert? Zweite Mal. Ich hab schon fast heute. Bei mir ist es auch das dritte Mal. Das zweite Mal, dass ich es nicht sage, dass ich weggehe. Beim ersten Mal habe ich gesagt, dass ich weggehe. Das sagen sie alle. So, ich sollte jetzt vielleicht mal wieder versuchen, mein Haus wieder zu finden. Welche. Soll ich das auch mal machen? Aber ich muss erstmal eine Höhle suchen. Boah, hier gibt's gar nichts, ey. Warum bin ich in diese scheiß Baumlandschaft gegangen? Ich raste aus. Ja. Jonas hat das beste Dingsbums. Ja. Ich glaube, das ist sowieso ein bisschen blöd. Jonas hat mich, glaube ich, überzeugt. Weit weg voneinander zu leben ist echt ein bisschen blöd. Das ist echt. Weißt du, es ist wie ein Single-Player-Let's Play von jedem. Weiß ich nicht genau. Was lustigst an den alten Folgen waren die immer, wie so krass Beef dies das hat. Ja, bis auf das Ende, wo Marc mein Haus abgefackelt hat. Fand eigentlich schon ganz geil. Ja. Fand ich irgendwie schon ganz cool. Der raus. Ja. Der Base ist anders verdient. Warum? Ich hab dich getötet, aber dein Inventar, das hast du zurückgekriegt und deine Level, die hätte ich dir auch einfach zurückgeben können. Aber mein Haus, wie? Ich hab 50, ja, was weiß ich hatte selbst über 20 Level. Ja, ich hatte was 30. Weiß ich, irgendwie ja, ich hätte schon gemacht. Ich hätte dann halt noch bis 30 und dann hättest du sagen können, weißt du, wie oft ich mein Level verloren habe wegen Veios? Dann hätte ich das auch geben können. Aber nein, mein Haus waren ja nur über 50 Folgen Arbeit. Das hat sowieso gar nichts. Den habe ich einfach nur so getötet aus Frust. Ja, und das finde ich auch aus Frust von vor dir. Was? Weil mein Haus weg war. 50 Folgen. Du hast ihn zwar nicht vorher getötet, aber. Habe ich auch nicht. Das war schon. Da hat das Dach gebrannt, da hast du mich getötet. Ja, auch und die mittlere Ebene, die ich zwei Folgen davor gebaut habe. Trotzdem voll B-sozial von dir, ja? Mhm. Dass du mich einfach umbringst. Schämst dich manchmal für dich selbst. Aber da war eh alles vorbei. Du hast nicht, ich hätte noch weitergemacht. Ja, toll. Wenn du mich nicht umgebracht hättest, da war ich dann ein bisschen. Hier ist ein bisschen Kavel hier wegsnacken. Bald ist sowieso so gut wie alles neu. Genau. Oh Mann, ich brauche ein Hühnchen. Alter, ich habe so viele Hühnchen hier gerade gehabt, ne? Ernsthaft, was ist das, was ihr machen wollt, dass unsere Abonnenten verdoppelt und was alles neu macht? Ja. Wir haben nicht gesagt, das verdoppelt unsere Abonnenten. Ich habe gesagt, unsere Abonnenten werden steigen. Stark. Nein. Wir haben gesagt, nach dieser Aktion
Und nachts ist es kälter als draußen. Das auch. Und wenn du dann auf Abonnenten sie guckst, dann steht da eine höhere Zahl. Genau, bei dem Kanal Radio HD. Oder bei einem anderen Kanal. Warte, ich muss kurz AFK, ich werde gerufen. Marc, erklär du mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, das wird halt noch alles so zu seiner Zeit. Okay, wurde doch nicht gerufen. Du wirst es einfach sehen, du wirst es sehen. Vielleicht auch die Zuschauer, wenn sie es zur richtigen Zeit mitbekommen, aber du wirst es sehen. Ein Creeper. Zwei Creeper. Oh, ich hab 4 Weizen, jetzt gibt's erstmal ein Brot. Ein Creeper ist explodiert und der andere ist dadurch gestorben. Können Hühner eigentlich schwimmen? Schön, ne? Ja. Ich meine so, sie, wenn da ein Wasserfall ist, ob die hochgehen? Weiß so nicht, aber die können auf jeden Fall schwimmen. Das weiß ich nicht. Okay, ja, gehen die, Mist. Hm. Alter, wo ist mein Haus? Far away. Ich sollte dann vielleicht mal auf die Waypoints gucken. Was haben wir jetzt hier? 444 und 314. Ich hab 4 Hühner, Mist. Oh, ich bin kaum weit weg. Wo bist du? Ich bin kaum weit weg. Ja, bei was für Koordinaten? 370, 160. Okay, doch, du bist ein bisschen weit weg von mir. Sonst hätte ich dir mein Haus zeigen können. Ich hab noch nicht meins, aber meine Höhle. Ich hab eine Idee. Da eh gerade langweilig ist, spielen wir Fragemann. Ich frage euch was zu der geheimnisvollen irgendwas, was ihr vorhabt, und ihr antwortet mit ja oder nein, okay? Okay. Nein. Also, wir sind die ganze Zeit einer Meinung. Definitiv. Werden die Projekte, die wir haben, also Skyrim, Minecraft und so, danach noch weitergeführt? Ja. Ja, würde ich mal sagen. Nein, mir fehlt. Würde es den Kanal Radio HD danach noch so geben, wie er jetzt ist? Ja. Okay. Hab ich irgendwelche Nachteile davon? Nee. Cool. Hast du irgendwelche Nachteile davon, Wessel? Nein. Hast du irgendwelche Nachteile davon? Ich hab niemand so wirklich Nachteile davon. Bekomm ich Geld? Nein. Wahrscheinlich nicht. Bekomm ich Chicken Wings? Wenn du zu mir nach Hause kommst, ich glaube, wir haben noch 2 Stück übrig. Wow. Und bis ich bei dir da bin, ups, hab ich Chicken Wings schon gegessen. Ich komm dich morgen besuchen. Ich kann dir die auch morgen mit in die Schule bringen. Nein. Wollte ich eh nicht. Wir wissen ja, was passiert, wenn man Chicken Wings lange behält. René kennt sich damit ja aus. Ja. Oh ja, das war ich so. Ich habe Eieren gefunden. Good, ja, aber Jonas. Und es halt fängt einfach nur so krass an zu stinken. Jonas, ich glaube, ich muss Skyrim erstmal pausieren. Wegen dem besonderen Projekt. Und nein, es ist nicht Beast Town, Feed the Beast Dings. Wenn du für Minecraft pausieren musst, machst du auch Videos mit? Machst du wegen dem Projekt Videos? Was? Ist das ein Video? Was denn? Das Projekt. Nee. Warum musst du für Skyrim pausieren? Weil das viel Zeit. Ja, es ist zeitintensiv. Zeitaufwendig. Glaube ich nicht. Es ist zeitintensiv. Okay. Sieb. Markus, du GTA deswegen pausieren? Nee. Okay, werde ich Minecraft deswegen pausieren? Nein. Nein. Sicher? Ja. Der will Minecraft einfach nur pausieren. Nein, du nicht. Nein, du hast Schnauze jetzt. Oh. Alright. Ich hätte nur zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen schon. Hab dich gerade gefragt. Ich sag mal so, als bei mir 6 Minuten stand beim Skype-Gespräch, hast du gesagt 3 Minuten, jetzt sind wir bei 18 Minuten. Das heißt, so langsam sind es 15 Minuten, aber wir machen ja immer jetzt eine halbe Stunde. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich jetzt noch kann. Egal, ich mache einfach weiter, bis ich nicht mehr. Hast du gesagt, bis Viertel vor oder sowas, ne? Ja, ungefähr. Ah, ich glaube, dann gehe ich auch auf. Ich muss nämlich noch Mathematik lernen. Mathe ist ein Scheißfach. Mathe ist Kacke. Obwohl, ich kann das eigentlich alles, ja. Aber ich will ich das trotzdem. Ich kann das nicht, weil der Burner kann ich erklären, finde ich so. Nee. Ja, aber sowieso schon so. Ich finde so, Herr Burner, seine Erklärskills sind so nicht so ganz so geil. Ja, eigentlich schon, nur wenn man nee, blöd ich feier ist, die ja nicht. Ich komme davor nicht drauf klar, auf Herr Burner, seine Erklärskills.
erklärt was? Irgendwie so. Keine Ahnung. Der erklärt alles 20 Mal und dann habe ich schon wieder vergessen. Ja, egal. Wenn das einmal erklären würde und dann irgendwie mit zwei Sätzen, wie man das auch machen kann, dann würde es ja einfacher sein. Aber nein, Herr Bernhard erklärt das in 500 Sätzen 500 Mal. Ja, selbst wenn ich dir das erkläre, schaffst du es einfach nicht. Doch, also bei dir, du kannst mir das besser erklären als Herr Börner. Ich weiß ja nicht wieso, aber es ist so. Ist dein Weizen fertig? Ich muss es jetzt direkt in der Nacht abernten. So. Wenn du es nicht machst, bist du kacke. Oh mein Gott, da kommen ganz viele Monster. Oh mein Gott, ich regeneriere immer noch kein Leben. Wenn hier ein Skelett ist, essen. Ne? Instant tot. Das ich ist hab stark. Nichts zu essen. Ich hab Hühnchen, aber ich hab vier Stück. Also drei Stück, eins davon ist ein Baby. Und ich will keins töten, sonst kann ich eher wohl kommen. Egal. Obwohl, ich habe noch Gammelfleisch, oder? Ich müsste noch Zombiefleisch haben. Esse ich halt das. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Dann die Welt verfolgt. Irgendwann wird Monster. Das bestimmt lecker. Monster. What the fuck? Ich verfolge mich. Ich regeneriere wieder Leben. Oh, interessiert mich das oder was? Ja. Ich bin wieder an meiner Home-Plattform angekommen und werde von zwei Creepern begrüßt. Das ist eine schöne Begrüßung. Oh, drei Creeper sogar. Mhm. Einen im Wasser aber. Ach so, na dann. Ich sterbe gerade. Ach so, na dann. Ja, ich bin tot. Oder ich bin so gut wie tot. Oh ja, du bist tot. Ja, schmeiß dein Headset rum, ist okay. Ich mach das. Hast du nur nicht schon mal gemacht. Ich hab nur mal meine Hände geschlagen. Das haben gerade alle meine Sachen wieder an. If you're happy and you know, clap your hands. Ey, das ist voll scheiße, Mann! Wie soll ich denn? Ich hab kein Haus, kein nix. Wo soll ich mir den Unterschlupf von den Kackviechern suchen, ey? Wo bist du denn? Wenn du in der Nähe von mir bist, kannst du ruhig hier hinkommen. Ich bin nicht in der Nähe von mir. Bau dir doch einfach ein Haus. Ja, mach ich jetzt mal easy so schnell. Ich hab eigentlich gedacht, wir bauen uns hier vernünftige Häuser in diesem Projekt, aber irgendwie. Ja, zum Anfang kannst du doch. Das wäre zu einfach, ne, Jonas? Ich bin angepisst. Oh, die Monster sind alle verschwunden. Ich habe meine Sachen nicht alle wieder. Was? Boah, ich dachte, hier wäre ein Skelett. Alter, ich kämpfe. Irgendwie hatte ich gerade Lust, ein bisschen rumzukämpfen, ne? Direkt kommen fünf Zombies. Und eine Spinne. Das wird knapp, das wird. Das wird mega knapp. Komm, stirb, dann sterben alle außer ich. Ich habe momentan volles Leben, Hunger und immer noch Pommes von KFC. Ich habe keine scheiß Waffe, scheiße. Alter. Scheiße. Das ist doch arm, das ist lächerlich scheiße, ey. Dieses. So, ich bin wieder drin. Das war kaum knapp. Wollen wir alle schlafen? Ist ja gut. Ja, kann ich nicht, tut mir leid. Warum nicht? Keine Antwort, ja, tut mir leid. Tut mir leid einfach. Also ich könnte schlafen, aber wenn Jonas nicht kam, bringt es ja nichts. Doch, Jonas, disconnecte mal eben. Nö. Mein Essen ist auch. Boah, ja, klar. Und die können auch den. Ist logisch. Hm, ich sterbe gleich schon wieder. Das ist ja kein Ding. Ja kein also Ding. Ich fände es nicht so cool, aber wenn du kein Problem damit hast. Ich feier das ja eigentlich. Und anstatt dass er eben kurz disconnectet, damit wir schlafen können, damit es wieder Tag ist. Nee. Ich bin gerade auch draußen und kämpfe. Aber ich habe nicht genug Essen, damit sich mein Leben regeneriert. Oh, komm, Skelett, was willst du? Oh oh. Oh oh. Wollen wir ein paar Spinnen töten? Für einen Bogen. Alter, bei mir kommen einfach so viele Skelette, ne? Vor der Nacht war ich auf Level 5, jetzt bin ich auf Level 13 und da kommen noch. Ich muss hier weg, das ist gut. Ich hab grad Level 17. Und halt. Und ich kann einfach nicht rennen, weil ich zu dumm bin, um zweimal auf nach vorne zu rennen. Hm. Toll. Ja, und ihr Zuschauer, ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, was das für eine Überraschung für Jonas sein könnte. Genau, diskutiert mit. Ja. Es wird wahrscheinlich ein neuer Kommentarrekord gebrochen.
Null. Jonas, nutzt du wenigstens das Thumbnail? Das mache ich wahrscheinlich nicht, ne? Ja, hat man auch bei der ersten Folge gesehen. Da ist das Thumbnail drauf. Ja, ich habe das draufgepackt. Hast du nicht? Ich habe das gestern draufgepackt. Und das auch draufgepackt? Das war gestern schon drauf, verdammt. Ich war das darum bei, wurde das darum bei mir nicht angezeigt. Hört auf anzuklopfen, es ist Tag. Ich will nichts kaufen. Genau, ich töte jetzt. All mein scheiß Essen ist weg, ey. Immerhin, du hast nicht gecheatet, also wäre ich du, würde ich das als positiven Rekord sehen. Das sehe ich aber nicht. Das ist relativ scheißegal, ob ich gecheatet habe oder nicht. Und 9. Scheiße. Boah, war das. Mein Gott, das ist ein Kack-Game. Oh, ich verhungere wieder. Von Kackleuten. Ich habe 1,5 Herzen. Und da ist ein Skelett. Boah. Stirbt man eigentlich an Hunger? Nein. Nee. Ich muss erstmal mein Haus wieder finden, ey, weil ich die ganze Nacht geflüchtet bin. Mein Haus, das nicht existiert. Natürlich dieses Chicken. Meine Home-Plattform. Wenn man das nennen mag. Ja, ich finde das eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht uns bei einem treffen oder neu anfangen? Ich. Mein Gott, keine Ahnung, ey. Also. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wir werden die Aufnahme in 2 Minuten. In 2 Minuten? Warum denn in 2 Minuten? Ich dachte, wir machen eine halbe Stunde. Ich hab gedacht, 2 Minuten ist eine halbe Stunde so. No, ist nicht. Doch, ist. Nee, ist nicht. Ist doch. Ich habe hier gerade mein Skype-Gespräch von 26 Minuten. 2 Minuten immer 28 Minuten. Ist auch schon was. Ja, aber wir haben ja nicht. In 2 Minuten ist bei dir 28 Minuten. Das bedeutet natürlich. Wenn das Skype-Gespräch 26 Minuten geht, dann zwei, in 2 Minuten ist es dann 28 Minuten. Ja, aber dann ist es keine halbe Stunde. Na gut, dann nehmen wir noch ein bisschen weiter auf. Hier unbedingt weit. Ja. Ja, egal, eigentlich hat dieses Projekt eh auch kaum Sinn. Also das, was wir hier gerade machen. Ja, und auf jeden Fall bin ich sehr stolz auf genau dich. Weil du dir das bis zum Ende angeguckt hast. Wahrscheinlich wird das hier eh keiner gesehen haben, was ich hier gerade sage. Aber danke dir. Du bist ein guter Freund. Du bist mein allerliebster Freund. Ja. So, sind wir schon mal hier. Vielleicht finde ich irgendwann den Ort wieder, zu dem ich zurück will. Da, okay. Oder auch nicht. Ich muss aufpassen, wie ich hier runterkomme, damit ich nicht zu viel Leben verliere. Ich habe nur 1,5 Herzen. Oh, perfekt. Und jetzt habe ich noch ein Herz. Oh, perfekt. Jetzt habe ich kein Herz mehr. Oh, perfekt. Ha, oh, oh. Sagen. Die Schwerkraft ist stärker als du. Nein. Scheinbar doch. Die haben mich hinterrücks angegriffen. Die Schwerkraft? Die ist voll scheiße. Richtige Uhrensohn ist das. Schwerkraft, ich hasse die. Schwerkraft, falls du das hörst, ich hasse dich auch. So. Wegen dir fallen meine Chicken Wings immer auf den Boden. Ja. Wenn ich sie hochwerf. Ich will eigentlich nur, dass sie an der Decke kleben bleiben, aber das funktioniert nicht. Wegen dir. Danke, Schwerkraft. Du musst da Kleber dran tun, dann funktioniert. Danach kann ich auch noch so gut essen, ne? Sekundenkleber oder normal? Entweder Sekundenkleber oder Patafix. Ja, geht natürlich auch, aber Patafix. So, ich finde meine Sachen nicht mehr wieder. Ich glaube, ich suche eine Höhle. Und ich finde wahrscheinlich keine. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr auf diese Aufnahme. Ich glaube, wir beenden die Aufnahme jetzt. Warte, dann lass uns erstmal noch sagen, okay. Machen wir das Projekt weiter oder nicht? Weiß nicht, das besprechen wir gleich nach der Aufnahme, das wird man im nächsten Video. Oder auch nicht. Oder wollen wir ein Facebook-Ding uns machen? Ja, wir beantworten das denn alles, wenn wir das machen. Ich mach das so, ich meine nicht eine Umfrage, sondern einfach nur, wir schreiben in die Facebook. Ja, wir schreiben dann Facebook-Gruppe, wann. Ey, Minecraft geht weiter. Ey, yo, Minecraft stoppt. Oder wir schreiben nur Minecraft stoppt und wenn Minecraft weitergeht, seht ihr das übermorgen. Okay. Oder übermorgen. Oder keine Ahnung, was. Tschüss. Tschüss.